Ja, sehr beeindruckend, würde ich sagen. Ne? Sieht man auch nicht alle Tage. Genau. Also so schöne, bizarre Strukturen im Wald, das haben wir so schön, hab ich noch nie gesehen. Was hast du da? Ja, Eis. Haareis. Haareis. Und also wirklich, es sind das Gebilde, die sind so hauchzart, also ja, die zergehen dann halt. Ne? Ja, schmelzen, wenn man sie warm werden lässt, weil es einfach Eis. Ja, aber so fein, ne? Also ich sag mal, na gut, das wird man auf der Kamera jetzt nicht sehen, aber dass es halt sofort zergeht. Ne? Ja. Und wir haben jetzt gerade so, sage ich mal, noch Minusgrade. Ne? Ja, heute Morgen war es richtig knackig kalt. Ja. Die ganzen Wasserflächen, fette Eisschicht drauf. Und gestern war es relativ warm. Und das vermuten wir auch, weil das muss man sagen, hier ist die Stoffwechselaktivität der Pilze in der schönsten Form sichtbar geworden. Einfach was immer stattfindet, wenn Pilze aktiv sind, aber man nie sehen kann. Aber man muss natürlich dazu sagen, also man kommt ja jetzt nicht gleich darauf, dass das hier Pilze sind, die für so ein Phänomen sorgen. Man muss sich vorstellen, in diesem Ast hier oder in diesem hier, den man da sieht, sind ja Pilze drin und die haben ja einen gewissen Stoffwechsel. Der kann nur funktionieren, wenn es warm genug ist. Jetzt ist es aber recht kalt und dieser Stoffwechsel muss ja jetzt praktisch nochmal so einen Schub bekommen haben. Vielleicht gestern, vorgestern. Ja. Und ja, wenn man das so ein bisschen, sag ich mal, bildlich bezeichnen würde, ist das dann der Atem der ja, Pilze. Ja, wir kennen es ja bei uns selber. Oh, guck, da ist in der Sonne was zusammengebrochen. Ja, ja. Dass, wenn wir ausatmen, dass am, ich habe nun keinen Bart, aber wer einen hat, oder am Tuch, da kann das Frieren, die Atemluft, und so stellen wir uns das bei den Pilzen auch vor. Und was das genau ist, ich sehe hier eine Wachskruste drauf oder auf dem Stock ist ein Grünspannbecherling. Ich weiß gar nicht, ob das bei allen Pilzen ist oder ob das spezielle Arten. Ich glaube, da ist auch noch ganz viel Forschungsbedarf. Ja, wir können es nicht genau erklären. Auf alle Fälle würde ich sagen, sind es ja zumindest erstmal Zersetzerpilze. Ne? Also die ja. Jetzt hier im Holz die genau. Zersetzung ja, genau. Vorantreiben. Und eine Artbestimmung ist natürlich immer sehr schwierig, weil hier ja keine Fruchtkörper sind. Auf alle Fälle sieht man ja irgendwo diese Gebilde hier, also sehr, sehr schön. Und oft kommt das nicht vor, dass man das beobachten kann. Nee, also es ist so schön wie in diesem Zauberwaldstück hier. Haben wir es sonst noch nicht gesehen, weil stellt euch es auch nicht so vor, dass es jetzt überall ist. Sondern das ist an einer ganz bestimmten Stelle, mal bei dem einen Stock, mal bei dem anderen. Genau, und den haben wir nicht. Jetzt mitgenommen hier, der lag da und den haben wir hier auch hingelegt. Genau, ne? Also so genau. So, es ist jetzt nicht so, dass man die dann, sag ich mal, auf dem Boden überall findet. Genau. Aber das liegt natürlich auch ganz klar daran, dass also nicht alle Pilze oder in allen Hölzern jetzt Stoffwechsel stattfindet. Genau, im Winter haben die normal wahrscheinlich auch alle so viel Ruhe, dass man es nicht sehen kann. Ja, wahrscheinlich müsste man morgen nochmal hier in diese Ecke kommen und nochmal schauen, ob dann das überhaupt noch da ist. Ne? Wahrscheinlich dann, nicht, weil es wird selten dokumentiert. Genau, das stimmt. Aber vielleicht findet ihr es ja auch mal. Es ist einfach ja. Ganz toll und bizarr. Super anzugucken. Ja. Viel Spaß.